Und dann würde ich aufstehen und mich schon mal in die Mitte des Schiffes machen und meinen kleinen Ritualplatz vorbereiten. Und wir haben einen Tempel. Ich gehe runter zu unserem Tempel und da meinen Ritualplatz. Ja, ich begebe mich in die Kombüse, um mir das nötige Mehl unter den Nagel zu reißen. Wenn ich gleich da bin, dann hole ich ein bisschen mehr mit, damit jeder von uns noch ein Säckchen Mehl dabei hat. Man weiß ja nicht, für was wir es brauchen können. Du willst jetzt Patronen mit Treibladung aus Mehl bauen, ja? Aus Glas. Nicht mit Treibladung, sondern mit Treibladung muss ja so oder so immer drin sein. Ja, aber nicht mit Treibladung aus Mehl, sondern mit Nein, es soll die Mehl aufplatzen, aber du musst ja trotzdem eine Treibladung reinbauen, damit die überhaupt abspringt. Nein, also ich werde mir ein kleines Stück Holz nehmen und eine nach oben hin offene Kartusche improvisieren. Ja. Dort kommt dann ich habe sowieso einen größeren Lauf, da ich eine Bolzenabalone habe. Ja, okay, also eine Hohlmantel-Bolzenmehl-Variante. Genau, ich gehe mal davon aus, Reichweite können wir dann halbieren oder so, weil anders. Nicht nur halbieren, ja. Also oder doch, machen wir mal eine Halbierung. Dann gib mir mal Bogenbau, Spezialisierung, Torsionswaffen. Weil. Und ich glaube, Torsionswaffen gehen über Feinmechanik. Ich kann dir beides anbieten. Genau, Feinmechanik kannst du mir auch mal geben. Du kannst mir natürlich auch einen Bogenbau geben. So, und das hast du noch nie gemacht. Ich gebe dir auf alle Fälle mal eine plus 7 für diese Munition. Okay. Nicht im Grunde nur ein improvisierter Schrotbecher. Plus. Gibt es Schrot? Andererseits ist das Konzept eines Schrotbechers bei einem Einschussvorderlader ist ziemlich hirnrissig, deswegen machen wir es nicht. So, jetzt mach mal Bogenbau erstmal. Bogenbau als erstes? Ja, okay. Plus 7. Kannst du natürlich deine Spezialisierung anwenden. Danach kannst du mir die Feinmechanik geben. Kannst du natürlich auch Torsionswaffen als Spezialisierung benutzen. Ja. Beides plus 7, ne? Ja, beides plus 7. Du hast ja die guten Werte dazu. Und dann kannst du es nicht alle in den Sack packen? Naja. Ja, aber. Muss er ja nicht. Funktioniert ja. Genau, ich mach's einfach. Okay, Mehl wird auf alle Fälle da sein. Wenn du reinkommst in die Kombüse, dann wird Bruder Geigenstein sich erstmal umdrehen. Mit den Fußnägeln, da haben wir nichts zu tun. Das haben die selber reingeschnitten. Unsere sind schon lange weggeschnitten. Ach so, ja, wegen Mehl. Ja, könnt ihr den Sack haben. Warum geht's, wenn wir sprechen, immer um Fußnägel? Ich weiß nicht. Ihr fangt damit immer an. Nein, ich fange damit nie an. Die Matrosen sind ständig unzufrieden. Ja, dann solltet ihr vielleicht mal aufhören, die Fußnägel über dem Essen zu schneiden. Nee, nicht über dem Essen. Damit haben wir schon lange aufgehört. Wie gesagt, wir haben ja gar keine mehr. Mittlerweile ist das ist bösartig von denen. Ich wette, nachts, wenn die Wache ist, dann schneiden die sich selber mal gegenseitig und dann... Es kommt immer irgendwie ins Essen rein. Wir wissen nicht, warum. Vielleicht haben wir einen Klabauter oder sowas. Ja, das muss bestimmt ein Klabauter sein. Wäre es nicht auf lange Sicht deutlich... einfach nicht mehr die Zehennägel über dem Essen zu schneiden, anstelle sich immer wieder neue Ausreden einfallen zu lassen. Ihr wollt, seid ihr jetzt wegen dem Mehl hier oder doch wegen den Fußnägeln? Das ist verwirrend. Ja, ich bin wegen dem Mehl hier. Ihr habt doch bestimmt ganz andere Sachen zu tun. Ja, ich nehme mir eine kleine Kelle und mache mir zwei, drei, vier Kellen in einen kleinen Sack rein und dann gehe ich auch schon wieder raus. Ist das für eure Frau? Verbringe ich nicht gerne Zeit. Das ist nicht für meine Frau. Ist für eine Mission. Ich habe gehört, da braucht man auch Mehl. Ja, ich lasse das unkommentiert. Das sind mir keine, netten Gesprächsnutzen. Hast du Arroganz? Oder ich glaube schon. Ja, ich habe Arroganz. Eitelkeit nicht, aber... Selbst wäre schon plus Arroganz. Das ist natürlich richtig ekelhaft, ne? So, wenn die Matrosen so über deine Frau reden. Die kennen ja meine Frau gar nicht. Nee, aber das haben die gehört. Du bist verheiratet? Ja klar, natürlich. Er ist versprochen. Nicht. Ach so, wenn die Frau... Komm, die müssen wir gar nicht erst reden. Ja, ich bleibe an der Tür der Kombüse stehen, atme noch einmal tief durch, überlege mir nochmal, ob ich jetzt nach meiner Waffe greifen will, aber dann öffne ich doch die Tür und lasse sie mit einem Knallen hinter mir zufallen. Wenn es hier eine Schlägerei gibt, weiß ich, auf wessen Seite ich bin. Es ist nicht deine. Die Jungs haben recht. Außerdem machen sie unser Essen, also... Ja, nachher hast du Fußnägel im Essen.
Die habe ich jetzt nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Gut, okay, wie geht's weiter? Was macht Rafim, du willst beten? Ja, und zwar würde ich, also ich würde das halt machen, wenn die mir sagen, wir legen jetzt gleich los, möchte ich das schwarze Fell durchs rote Blut wirken. Ich weiß nicht, ob das für dich wichtig ist, aber Jalan wuschelt währenddessen durch die Kapelle und stellt Räucherwerk und Kerzen auf. Also nur kurz noch einmal für dich, Magister Kohlrab wird 2 Stunden brauchen, einmal hin und dann wieder zurück. Dann hat sie nämlich die Matrix vor Ort geholt, denn sie reist mit 50 Kilometern pro Stunde und das sind 40 Kilometer, also eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das okay. Nur für deine Planung. Und du kannst das natürlich dann kurz vorher wirken. Genau, aktuell, das ist mein Plan. Genau, ja, kannst du noch andere Gebete machen und dann noch irgendwelche Schattenkämpfe oder sowas. Kannst natürlich auch gerne noch mit irgendeiner Dukatengarde oder sowas dann da kämpfen, aber ja, das nur für deine Planung. Kannst schon mal würfeln, wenn du willst. Genau, ich will Jan ja nicht komplett auf den Sack gehen, wenn ich da sitze. Ja. Und zwar ist das eine Probe, ist eine 2, eine Liturgica 2, dementsprechend ist sie um 2 erschwert. Ich weiß nicht, zählt unser kleines Tempelhaus hier als geweihter Boden? Nein, wir haben keine Konsekration gewirkt. Okay, doch. Hab ich vermutet. Hast du? Ich habe das am Anfang diskutiert. Also es gibt den kleinstmöglichen Bonus für eine Kapelle. Ja, aber die Kapelle muss trotzdem durch eine Konsekration eingesegnet werden, damit sie in den Bonus gibt, denn ansonsten ist kein geweihter Boden, sondern einfach nur... Das habe ich damals erfragt. Das ist geweihter Boden einer verwandten Gottheit. -1. Ja. Okay. War es bisher also, immer. Dann, keine Ahnung. Ich würde weder sagen, dass das zur Erfüllung... Also schon ist es zwar der Sinn von Chorgeweihten, den Boden umzubringen, aber ist jetzt ja kein kirchlicher Auftrag, also... Würfel einfach, hm? Ja, habe ich auch gedacht. Feuer, oh ja, also +1. Übrigens, auch einen Segen könnt ihr euch zu jeder Zeit abholen. Er hält den Tagen. Ja. Dann habe ich eine 14er Liturgie, das bringt mir folgendes. Das sind, LKP Stern mal Spielrunden, also hält das Ganze. 14 Spielrunden? Ja, 14 Spielrunden, also so 70 Minuten, ist also vollkommen unrelevant. Und dann ein Wesen bei. Für bei den plus Schaden, 1. Den du als Rüstung bekommst. Genau, also mache ich mir selber 3 Schaden und kriege dementsprechend 6 Rüstung. Gut, dann hast du was für einen Rüstungsschutz am meinetwegen Kopf? Ich darf es nicht fragen, da hat er meistens am wenigsten. Damit ich es mal gehört habe? 12, alles 12. Klar. Gut. Wie viel hast du an der Brust, Rafim? 17. Oh. Ja, ich wusste es. Gut. Dann muss ich die 20 würfeln. Wenn Answin kommt, um dich abzusetzen, hat er eine harte Nuss zu knacken. Ja, ja. Rafim darf nicht im Guardianum stehen. Das ist so ein Cheaten. Okay, während du stehst, kannst du hinter dir Schritte hören und eine gewaltige Kreatur, die auf dich zutritt, höchstwahrscheinlich, auch vom Geruch her, ein Trollzacker. König! So, wer hat dich denn hier rausgelassen? Ich hab's unter dem Deck nicht mehr ausgehalten. Hinter dir steht Answin 8-Finger. Er heißt so, weil er tatsächlich nur 8 Finger hat. Und zwar fehlt ihm jeweils der Ringfinger an jeder Hand, die er als sehr, doch sehr kunstvoll geschnitzte Ohrringe an, naja, jedem Ohr trägt. Oh, willst du mitkommen? Wir jagen, irgend so eine Viecher, halt. Keine Ahnung, muss Abel mir fragen. Ich hab gehört, dass ihr den Blutdosen aufs Maul geben wollt. Ja. Ich will nicht. Ich halte sie unten nicht mehr aus, König. Ja, dann komm doch mit. Wir müssen alle irgendwann mal raus. Ja, dann komm mit. Ja, schlägt sich auf die Brust. Ist so seine Version von Danke ist. Schau ruhig beim Schamanen vorbei. Vielleicht hat er ja noch was für dich. Ja, das ist gut. Ja, dann dreht er sich um, poltert irgendwie in die Treppe hoch. Schachsul! Answin, was willst du denn? König sagt, ich soll zu dir gehen. Ob du was hast gegen die Viecher, die mir aufs Maul hauen wollen. Answin, ich bin schon Leibwächter. Gonnech, alles gut. Gonnech. Du bist nur Leibwächter hier, weil du älter bist, Gonnech. Warte noch mal 3-4 Jahre. Ich hatte als erstes Angst vor ihm. Wenn der König sagt, Answin soll mitkommen, dann kommt Answin mit, na? Gonnech. Ich erstmal in deinem Alter bin. Ich drücke mich irgendwie so mit der Brust an seine. Dann sehen wir ja, wer hier der Bessere ist. Gonnech, Answin auseinander.
Also, Gonnech, ich brauche dich hier in meiner Kajüte, weil du mein Leibwächter bist und du musst meine Kajüte bewachen, dass niemand in meine Kajüte geht. Siehst du, Answorn, viel wichtigere Aufgabe. Ja, ja, ich bewache den König selber, wenn wir rausgehen. Und ich bewache den Hund vom König. Nein, du bewachst meinen Hund. Das ist übrigens mein Hund. Meine ich ja. Answorn, kennst du ihn schon? Oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen, nur gehört. Was, Groscho? Der hat mir schon dreimal ins Bein gebissen. Oh, ich hab ein bisschen Salz reingestreut. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Ich lasse ihn irgendwie auf meine Hand beißen. Ja, du bist ein guter Junge. Ah, oh, siehst du, Groscho. Oh, jetzt lass mal wieder los, komm. 1W6 Schadenspunkte. Ja, komm, ich hab 50. Das ich wollte gerade sagen, wie viel hast du? 1. Ich habe exakt 50 LEP im Übrigen. Glaube ich zumindest. Wie hoch ist denn deine Körperkraft? 26. Okay. nur um Raffin mal eine Kante zu geben. Answorn, welche Waffe verwendest du? Hier, die Axt meines Vaters und seines Vaters und seines Vaters. Naja, wir haben hier... Sie ist Captain 20 Jahre alt. Captain hat uns ja großzügigerweise ein neues Blatt dran machen lassen. Muss wissen, sein Vater ist schon mit 17 gestorben. Mhm. Schon sehr alt geworden. Also, ich kann, wenn du möchtest, Geister rufen, wie deiner. Den Geist meines Vaters? Ja, den deines Vaters. Er wird deiner Axt neue Stärke verleihen. Oh ja, dann kann er auch vom... Was ist die Jenseitsvorstellung von Treuzackern? Endlos schlank, er sieht hier gerade gar nicht zusammen. Nein, der Punkt ist, dass sie in der Gegenwart schreckliche Qualen erleiden müssen, damit sie im Jenseits das Paradies haben. Genau. Dann kann er nochmal mit seiner Lieblingsangst kämpfen. Ja, ist das nicht schön? Das machen wir dann, wenn wir vor Ort sind. Dann rufe ich einen Geist herbei, deines Vaters, und der wird dir dann lächelnd die Axt stärken. Ah, danke, Shaoxu. Und dann drückt er dich einmal, bewusst nicht fest genug, irgendwas kaputt zu machen. Aber einen Moment lang hast du Angst. Ja, gerne. Answorn. 1W6 Schadenspunkte für Boltax. Wir machen das mit TPKK und Ausdauerschaden. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Modifikator ist. Ja, 10-3. Müsste doch eigentlich 10, automatisch 3, berechnet genau. sein. Steht hier leider nur ein plus 0 drin. Also es berechnet sich nicht automatisch. Sekunde. Plus 5. Das also ist ganz 5. einfach. 1 wie 6 plus 5 steht doch hier. Ja, minus 10 sind 16 und dann und durch 3 sind 8. Sind 5, genau. Ja, sind 8. Achso, du hast schon gewürfelt. Ja, ich habe schon gewürfelt, genau. Dann nehmen wir die 8 und das sind 4 Schadenspunkte für Boltax. Ja, alles klar. Answorn ist happy. Geht mit seiner Axt holen und wird vermutlich Boltax erstmal überall hinfolgen. Entweder Boltax oder Raffim. Je nachdem, wer ihn zuerst wegscheucht, damit er bloß nicht vergessen wird. Ja, ich würde dann entsprechend viel Erz auf dem Schiff holen, dass ich dann vor Ort auch einen Geist rufen kann. Oh, ich dachte, du machst einen echten Geisterruf. Nein. Oh. Geister können nicht den Adamantium. Ja, okay. Okay, dann fragen wir weiter bei Zulamin. Was tust du? Zulamin macht sich bereit, also zieht ihre übliche Rüstung an. Überlegt kurz, ob sie den Helm aufsetzen soll, aber denkt sich dann, wir wollen was Unsichtbares erkennen rechtzeitig. Da ist ein Helm mit Seitenklappen nicht sehr hilfreich. Und dann wird natürlich noch ein Heiltrank eingepackt. Sicher ist sicher. Heiltrank D, hattest du gesagt, ne? Ja. Ja, sehr gut. Und dann begebe ich mich in die Kapelle. Denn Yalan hat ja gesagt, dass er da noch einen Segen sprechen will und da wäre ich natürlich dabei. Gut, Diamantis ist beschäftigt mit dem Bau Abemir. Ich würde erstmal in die Kapitänskajüte gehen, an meinen Geheim vor Ort, also den Geheim voran rangehen. Mir dauert 2 Astraltrinker C rausklauben, die schlucken. C macht jeweils 3W6, also 6W6, Vorflieger mal. Du alter Stockspecht. Danach würde ich noch jeweils einen Astraltrank C für Boltax und mich mitnehmen und Heiltränke ebenfalls C für die 4, die mitkommen. Also Sulamin, Boltax, Diamantis und Raffin. Den Treuzack kriegt nichts. Du schluckst jetzt 2 Astraltränke hintereinander? Genau. Ja, dann würden wir mit 20. Willst du nicht vorher eine Alchemieprobe würfeln oder so? Nur W20. Okay. Keine Sorge, ist ja noch bei mir. Und denen ist nicht schade. Was wolltest du gerade sagen, Diamantis? Ich wollte nichts sagen. Ich glaube, du hast das da schon auf dem Schirm. Du meinst die Suchterscheinungen?
Nee, zwei Astraltränke, derselben, zwei Tränke Alchemiker derselben Art sollte man nicht hintereinander trinken. Weil sonst was passiert? Deswegen solltest du den Astraltrank immer mit dem Lotus Speed ballen. Was passiert sonst, Diamantas? Es gibt da eine Tabelle im Wege des Wege der Alchemie. Ich bin gerade schon dabei, die aufzumachen. Sehr gut. Kann da gleich einmal durchgeben. Gut, ich hab's gemacht. Wie gesagt, ich wusste von nichts irgendwie und ob mein Magier ist. Hast du bisher noch nicht gemacht, nee. Ja, gut, wenn ich Alchemie nur 12 habe und ich trotzdem nicht weiß, dann ist okay, aber ja, ist halt so. Du hast es einfach in deinem Leben bisher noch nicht gemacht, zwei hintereinander, wie so ein Schluckspecht. Ja, aber ich bin nicht ganz unerfahren in Alchemie, aber okay, lassen wir das Thema jetzt. Gut, wie gesagt, ich würde noch für vier Heiltränke, Qualität C, für die anderen vier Leute mitnehmen und jeweils einen Astraltrunk C für mich und Boltaxer mitnehmen. Die würde ich dann vorher, bevor wir losreisen, verteilen. Und ich nehme geheim, also ich stecke jetzt in eine geheime Tasche noch dieses Zazamotoxin mit. Zazamotoxin. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas katastrophal schief läuft. Ich meine, wenn irgendwas richtig schief läuft, dann bringt dir das Toxin auch nichts mehr. Wo habt ihr das her? Von Mangrath, ne? Ja. Das haben wir von dem Spektralität der Mühlheimer Akademie bekommen. Ach so, ja, für den Briefverkehr. Ja, ich genau. Erinnere mich. Da haben wir auch die Kiste hier mit den Heiltränken und die Astraltränke, die Kiste voll. Steht da, welche Qualität das hat? C. Achso, die Quartalmut war Stufe 2. Ich glaube 3, Entschuldigung. Also, lass gut dann Qualität D war die gewesen. Okay. Also ich habe es aufgeschrieben, was da rauskommt. Okay, haben wir sonst noch irgendjemanden, den wir vergessen haben? Glaube nicht, ne? Dann könnt ihr nach und nach in die Kapelle gehen, um den Segen von Jarlan zu erbitten oder so. Dann bringt jeder den Gegenstand vor, den ihr segnen möchtet. Für den ihr um Segen bitten möchtet. Dann warte ich, bis die alle ihre Dinge aufreihen. Möchtet ihr jetzt sagen, oder habt ihr überhaupt was? Ja, ich würde dir meinen Dolch geben. Also wenn du sagst, er geht danach nicht kaputt und der Segen hilft, ich kenne mich damit nicht wirklich aus, aber ich gebe dir meine Waffe. Ich würde meinen Säbel nicht geben. Weil und das vertritt sich nicht doll. Von mir kriegst du auch nichts. Ich habe schon einen Bernsteindolch und mein anderer ist halt magisch. Ich glaube nicht, dass Primus den segnet. Auch nur gesegnet. Meine Waffen sind gesegnet. Ihr kriegt den dreckigsten aller dreckigen Blicke. jeder einzelne von euch. Hanswund streckt dir seine Waffe hin. Wer bist. Nun gut. Erst nimm deine Gläubigen. Diamantas wollte ich vielleicht noch einen Bolzen mit dazu nehmen. Nun, wenn ich mehrere Sachen abgeben kann, ich dachte für jeden jeweils eine Waffe, aber... Nun, die Götter geben, wie viele Götter zu geben bereit sind. Und dann gebe ich dir den Bolzen, den ich in meine Ballestrina herladen wollte. Warte. Hier, bitte sehr. Dann nehme ich jeden dieser Gegenstände. Ich habe eine kleine Schale mit Weihwasser vorbereitet, in der ein einzelner Tropfen Blut ist. Mein Blut, nicht irgendwelches. Und tauche jeden Gegenstand einmal rituell da rein und schüttel ihn dann ab. Nun, Richter des Tages, Richter der Nacht, blickt auf die herab, die eure Werke vollrichten wollen, und bedeckt sie mit eurem Segen, auf dass sie allzeit gegen die Kreaturen der siebten Sphäre gewappnet seien. Es sei. Und dann wirklich ein Objektsegen, einmal aufgestuft auf Grad 2 für 10 Ziele. Ich habe jetzt speziell beide Götter angerufen. Wir werden einfach mal sehen, du wirst mir jetzt einfach sagen, wer von beiden sich verantwortlich fühlt. Aber wenn Preyas jetzt antwortet, dann wird die Limbusrase das vermutlich tatsächlich wieder abfallen lassen. Ja, würfel mal. Plus minus? Plus minus. Oh, Junge. Das ist ein Patzer. Und ich werde den nicht chippen. Denn ich kann den nicht chippen. Es gibt keine Liturgie-Patzer. Ja, aber. Also, es passiert, halt nicht. Nee, es passiert nichts Schlimmes, ja. Es Patzer leuchtet. Ist trotzdem Patzer. Gut, dann kann ich mir den Plus-Minus-Würfel auch sparen. Du verlierst die vollen Karma-Punkte. Das klingt fair, wenn sonst nichts passieren kann bei einem Patzer. Es muss funktioniert haben. Richtig, es muss funktioniert haben.
Also du glühst auch golden, ne? Ich wollte, also ich wollte eigentlich noch einen Glückssegen verteilen, aber den spare ich mir jetzt auch mal. Ich fühle mich mit einem, unter diesem Sinn der Befriedigung fühle ich, dass das schützende Auge meiner Götter auf ihn. Ja, du kannst den Glücks, also kannst ihn auf die Schulter klopfen und noch viel Glück wünschen, das wird aber trotzdem nichts passieren. Ich denke, ich bin überzeugt davon, dass meine Bitte bereits in Folge geleistet wurde und ich hier nicht nochmal meine Herren anflehen muss. Jo, ja, dann versprüht auch so eine angenehme Wärme, so beruhigender Sonnenschein. Nun, nehmt nun also vom Paios gegeben und geht hin dann. Ja, so, dann spritze ich jedem im Vorbeigehen noch so was schon, wie mit so einem kleinen Schwenker einmal das Weihwasser über. Und dann haben wir es. Gut, dann schauen wir uns mal Wege der Alchemie an. Ja, die Tabelle war tatsächlich aus CSA 5, da hatte ich ein Spreadsheet. Oh, ich habe mich schon gewundert, warum ich das nicht wusste. Das heißt bei dem Zauber auch gleichzeitig Einnahme. Komm, zwei hintereinander zu kippen, ist die gleichzeitige Einnahme. Das ist außer dem Spiel mit CSA 5. Ja, also die Tabelle aus DSA 5 habe ich leider nicht mehr gefunden, aber DSA 4 gibt es da auch eine Regel für, und zwar einen kleinen Kasten, das sind mit Nebeneffekten verbunden, aber größtenteils Meisterentscheid. Entweder kann man daraus etwas aus der Tabelle der misslungenen Artefakte nehmen oder eben Kopfschmerzen, Übelkeit oder andere Effekte, der sich der Meister ausdenkt. Es gibt die Tabelle der misslungenen Artefakte geht bis 40. Ich habe jetzt nur bis 6 reinkopiert, da ich eben wir gesehen habe, wie groß die ist. Ein Tag Klugheit minus 1. Okay. Solltest du also zaubern. Kannst du als Modifikator auf alle Fälle eintragen. Es gibt ja auch noch die tollen Sachen, gerade bei Zauberelixieren, wenn die mit den falschen Gegenständen gebraut werden, dass du eine Sucht entwickelst. Ist aber jetzt in diesem Fall nicht der Fall. Gut, dann seid ihr vorbereitet. Ihr könnt sehen, nach und nach wird sich dann die Tür von Magistra Kohlrab öffnen. Und sie schaut euch noch mit etwas grau. Ihre Augen sind ja normalerweise eher so grünlich. Zurzeit sind sie komplett grau durchdrungen vom Limbus. Und sie streift noch so ein paar Nebelwolken ab, als sie dann auf euch zutritt. Wir sind soweit. Es war anstrengend, aber nun, wir können die Reise antreten. Ich werde euch in mein Guardianum inkludieren und wir werden mit einem, transversales Teleport die Strecke antreten. Soweit verständlich? Ja, ich muss gestehen, das ist das erste Mal, dass ich eine solche Reise vor mir habe. Muss ich auf irgendwas achten? Übelkeit oder wird mir mein Kopf vielleicht danach explodieren? Nein! Ja, alles möglich. Aber solange ihr im Guardianum stehen bleibt und den Kontakt nicht verlasst, ich werde kein Auge des Limbus oder ähnliche Sachen wirken, denn das ist seit einiger Zeit strafbar. Deswegen ist es nur der einfache Transversalis. Sag, Magistra, wie ist die Lage in dem Dorf? Tja, so wie ich das mitbekommen habe, und ich war nicht allzu lange dort, haben die Sklaven, die dort gehalten worden sind, die Hoheit über die Palisade und das Innere des Dorfes. So habe ich es zumindest mitbekommen, aber die Tore sind geschlossen, also kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe mir lediglich die Matrix eingeprägt und kann euch nun dorthin bringen. Wo werdet ihr uns absetzen? Wird dann noch genug Zeit sein, einen Geist zu rufen? Ich möchte meinem großen Freund hier eine möglichst optimale Waffe angedeihen lassen. Tja, ich würde einfach sagen, vor den Stadttoren. Ich würde nicht unbedingt in den Dschungel transversalisieren. Sollten wir in einem Tier landen oder in einer Pflanze, kann das natürlich bedauerliche Nachwirkungen haben. Aber einfach nun ein paar Halbfinger über der Straße. Ja, das ist gut, das ist gut. Und von da aus könnt ihr dann entweder in Richtung der Palisade laufen oder aber in Richtung des Orbitariums. Na gut, dann werden wir eventuell mit den Sklaven verhandeln müssen. Aber ich denke, es wird in ihrem Sinne sein, wenn wir ihnen einen Dämon vom Hals schaffen. Vielleicht hatten sie sogar schon Probleme mit ihm. Wenn ich euch einmal hinbringen muss und auch wieder zurück, dann wird dies sämtlichen astralen Kräften von mir in Anspruch nehmen und ich werde euch nicht diesbezüglich helfen. Das ist also in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wir haben ja noch mich und der Abelmir. Korrekt. Gut. Dann bereit, wenn ihr es seid. Sagt einfach Bescheid. Ja, ich wackel nochmal an meinem Mehlbeutel und nochmal an dem Erz, was ich mitnehme.
Ja, ich wäre soweit. Versaut's nicht, wenn ihr da seid. Wenn ihr nicht alle wieder zurückkommt. Dann werdet ihr hoffentlich schreckliche Schuldgefühle haben, dass ihr nicht mitgekommen seid. Nun, was das angeht, wenn ihr in 2 Tagen nicht wieder hier seid, schicke ich die ganze Mannschaft Trollzocker den Fluss hoch, damit sie euch holt. Ach, Zulamin, ich würde mir da keine Sorgen machen. Immerhin sind wir diesmal nicht in Begleitung von jemandem, der unvorsichtigerweise irgendwelche magischen Dinge anfasst. Ich muss euch doch sehr bitten. Es sind nicht irgendwelche magischen Dinge. Stimmt, der Magiergraf ist kein Ding, aber trotz alledem. Nun, danke jedenfalls, dass ihr für uns gebetet habt, Yalan. Hoffen wir, dass es auch hält und dass ihr zwischendrin nichts tut, dass die Götter davon überzeugen könnte, sich von euch abzuwenden.